Die Mannschaft der Fügung wird aktiv und besetzt hektisch ihre Posten. Die Segel deines Gegners hängen schlaff, als ihr Schiff zum Stand gekommen ist. Wähle deine Vorgehensweise. Volle Kraft. Wir gehen direkt auf Kollisionskurs. Ja, sie stoppen. Ich kann mir leider das gegnerische Schiff nicht ansehen. Das ist blöd. Also weiter volle Kraft voraus. Sie wollen auch näher ran. Und näher ran. Weiter ran. Und weiter ran. Sie bleiben stehen. Okay. Ich weiß nicht. Ich glaube, sie wissen nicht, was ich vorhabe. Gut, wir kommen jetzt näher ran. Sie haben jede Menge Kanonenluken auch. Das ist blöd. Noch näher ran. Ja, bereit machen zum Entern. Wie gesagt, es sind ein paar Gegner, aber nicht so viele, dass ich mit ihnen nicht klarkommen würde. Weil ich nehme mal nicht an, dass es jetzt so starke Piraten sein sollten. Und ich habe ja sowieso ziemlich viel Mannschaft, die mithelfen wird. Und so ist es auf jeden Fall sicherer, als einen offenen Kampf mit einem viel zu großen Schiff aufzunehmen. Genau, die fallen wie die Fliegen. Ich kann meine Truppe ein bisschen stärken, aber... Und dem da zum Beispiel eine verpassen. Au! Du kannst... Auch einfach mal einen genauen verwundeten Schuss. Ja, wir hauen uns gerade wirklich durch sie durch, ohne dass sie wirklich viel machen können. Weil auch Xoti und Xeraphin und alle helfen mit. Nur plündern kann ich sie jetzt nicht. Aber ich krieg alles Plündergut. Moral erlangt, 10. Die Mannschaft hat Erfahrung erlangt. Ja, sehr gut. 2 Seemannserfahrung. Hagim hat einen Rahmen erhalten. Biodul eine Stufe. Noch eine Stufe für Rumtrottel Regere. Einen Rang für Girodo. Und Irena hat eine Stufe erhalten. Mhm. Wir haben sehr viel Zeug jetzt eingesackt. Wir sind wieder auf 94 oben. Wir haben sogar Kanonen und Grog. Okay, ich glaube den Grog und das Ale. Gerade den Grog werde ich gleich an die Schiffsmannschaft ausgeben. Dafür werde ich aber alles andere behalten. Wie außergewöhnliche Pistolen zum Beispiel. Und hier, das ist eine außergewöhnliche Arkebuse. Was für eine hast du denn? Nur eine gute. Dann kriegst du die mal. Du hast auch einen außergewöhnlichen Zweihänder. Okay.
Was ist mit dir? Fokus des Wasserformers. Okay. Triumph von On. Flagge der purpurfarbenen Füchse. Ja, okay. Ja, alles nehmen und fortfahren. Shouldering this much gear is bad for my posture. Shouldering this much gear is bad for my posture. Ach so. Hoppala. Aber ja gut, wir wissen, dass wir uns auch mit Principi anlegen können. Also mit Schiffen anlegen können, die mehr als die doppelte Mannskraft haben. So, das kommt jetzt alles mal weg. Das ist nämlich aus Versehen bei dir gelandet. So, damit die Leute schon mal wissen, dass sie sich nicht unbedingt mit uns anlegen brauchen. Das hat uns die Moral wieder zurückgegeben. So, ich kann den Grog ausschenken, den ich da gefunden habe. Essen ist noch alles in Ordnung. Das sollte nämlich die Moral auch noch ein bisschen hochbringen. Oh ja, jetzt mal F5 ins Quicksave. 20 tägliche Löhne? Warum? Ach so, wenn Leute einen Rang aufsteigen, dann wollen sie ja auch mehr Geld. Gut. Dass es nur mehr Geld ist, kann ich so einigermaßen akzeptieren. Ja, du hast als Matrose einen neuen Rang erhalten. Gut. Das heißt, wir legen jetzt hier an und durchsuchen erstmal das Dorf. Das Gebiet absuchen. Reis ist gut. Noch mehr Reis. Palmstein und das war's. Ja, und Flammenläuferin Vesali ist eine von denen Quests hier. Einer der Naga-Stämme aus der Gegend hat einen Kopfgeld auf Vesali. Sie ist eine. Sie schlängelte zuletzt im Osten der Inselkette Kuariku herum. Mhm. Gata. Ja, gut. Das heißt, wir kümmern uns jetzt um die Flammenläuferin. Damit haben wir dann auch wieder ein Kopfgeld abgeschlossen. Und ja, uns wieder ein paar Nagas anlegen. Wir haben schon gegen Nagas gekämpft. Wobei die etwas stärker sein könnten. Flammennager. Flammennager-Schütze, 2 Stück und 2 Marodeure. Welche Formation haben wir denn gerade drin? Okay, sie halten doch schon etwas aus, muss ich sagen. Gehen wir mal den zur Jagd frei. Und schießen auch ordentlich auf ihn. Oh, Ishiza. Heil mal Ishiza.
Das war Ishiza, das ist nicht so schön. Dann belebe ich Ishiza mal wieder. Jetzt sollte er nämlich die Aggro verloren haben. Okay, Nummer 1 ist down. Ach nee, das wollte ich nicht. Ich wollte den durchdringenden Schlag, bitte. So. Ah, oh, Ishiza ist schon wieder down. Okay, Ishiza ist schon wieder down. Jetzt kann ich ihn nicht mehr wiederbeleben. This thing isn't doing the job. Okay. Fenrir heilen. Too slow. We're not done yet. Okay, Fenrir wiederbeleben. This does not work. Stand together. Absolutely. Du heilst dich mal ordentlich. Und ziehst dich mal bitte zurück. Du heißt dich auch mal. Au, das war Palegina. Yes. At once. Makes no difference. Okay. Very well. This thing isn't doing the job. So. Yes, happily. Gut, Palegina ist ein bisschen jetzt angeschlagen. Ein Feuernagerschwert. Ist genauso gut wie ein außergewöhnliches Schwert. Mhm. Gewährt unentschlossen. Aktionsgeschwindigkeit 25 Punkte Schadensschild. Alle. Oh. Also 25 Punkte, am Anfang von jedem Kampf kriegt es ein Schild, was 25 Punkte absorbiert, also Schadenspunkte. Dauer abträglicher Effekte, Durchschlagskraft, Erholungszeit, Vorwärtskommen. Wird das fast schon Idee geben, aber der hat schon sowas. Dann kriegst du das jetzt halt. I'd be glad to. Gut. Das kann mal weg, das behältst du mal, falls wir mal deine Entschlossenheit erhöhen müssen. Not bad. Not bad at all. Okay, jetzt machen wir mal eine kurze Rast, bei der wir Palegina mal heilen. Oh, wo hat sie denn die beiden abtragenden Effekte doch her? Reis, nö, Schiffszwieback, Silberflosse. Kochen wir mal was Schönes für die beiden. Nahrung unglaublich.